Der Tod war ständig da. Das hat mich geprägt, so Peter Nadasch. Der ungarische Schriftsteller hat die kommunistische Diktatur in seinem Land erlebt, Bespitzelung und Publikationsverbot. Heute lebt er fernab von Trubel und Hektik in einem kleinen Dorf im Nordwesten Ungarns. Vor einigen Jahren hatte er eine Nahtoderfahrung, die er literarisch in seinem Buch »Der eigene Tod« verarbeitet hat. An einer Stelle heißt es darin, Gott ist leider ein peinlicher Irrtum. Gott als eine Verkörperung ist ein Irrtum. Aber die Schöpfungskraft ist kein Irrtum. Also, ja gut, die Welt ist durch den Urknall entstanden. Aber was war vor dem Urknall? Und woher ist diese Materie, der in Urknall in die Welt oder in die All geschleudert ist? Und was ist dann All? Und all diese Fragen werden mit der Einheit, mit der unglaublichen Einheit beschrieben, wenn man das erlebt. Also Einheit und Gleichzeitigkeit gleich mit Unendlichkeit und Gott. Es war am helllichten Tag mitten auf den Straßen von Budapest. Plötzlich merkt Peter Nadasch, dass er keine Luft mehr bekommt, dass ihm heiß und kalt wird. Mit Verdacht auf Herzinfarkt wird er ins Krankenhaus gebracht. In dieser Minute ist Arzt mit diesen zwei Bügeleisen gekommen und haben mit der Wiederbelebung angefangen. Aber in dieser Minute wurde dunkel. In der Minute, als man aufhört zu sehen und zu hören, spürt man nicht mehr. Und das ist ganz befreiend. Ich bin umgekippt. Aus einem Raum in einen anderen Raum. Das war eine unglaubliche neue Welt. Ich wusste, dass ich sterbe. Das war nicht schrecklich, das war nicht furchtbar, das war schön. Und in der Minute, als ich das Licht sah, und das ist eine ziemlich große Lichterscheinung, dann wusste ich, wo ich bin. Ich habe nichts gehört, also ich habe keine Stimmen gehört. Ich habe nur Gesichter und Bewegungen gesehen. Nicht wie im Allgemeinen beschrieben wird von oben, aber aus einem ziemlich unbekannten Blickwinkel. Als ob ich mit einer Kamera etwas von oben gesehen hätte. Mich selbst und die Umgebung. Sie wurden auf dem flachen Boden, mich wieder zu beleben. Und nach 3,5 Minuten ist das leider gelungen. Und dann wird man aus dieser Unendlichkeit wieder herausgerissen. Und dann muss man damit sich konfrontieren, das ist Leiblichkeit, das ist Körper. Das bin ich. Nachdem jemand gewaltsam zurückgeholt worden ist, geht ihn nichts mehr etwas an. Weder die Dinge noch die anderen Menschen, weder das eigene Wissen noch die eigene Lebensgeschichte, nichts. Ich konnte nicht mehr auf die Straße gehen. Alles war obszön. Auch die Menschen waren obszön, regelrecht obszön. Und auch die Gegenstände, alles war unglaublich hässlich. Alles hat mich gestört, sozusagen.
Es war zu laut. Alle haben zu laut gesprochen, zu laut Radio gehört, die Fahrzeuge, alles war zu laut, zu grob. Sie haben einander keine Zeit gegeben, nicht richtig zugehört. Also das war alles sehr merkwürdig. Grob. Mir dauerte ungefähr 5 Jahre, als ich zurückkehrte. Ich bin nie richtig zurückgekehrt, aber es dauerte ungefähr 5 Jahre, als ich mich wieder zurechtgefunden habe. In der Minute meines Todes erlebe ich meine Geburt. Tod und Geburt sind eins, so der Schriftsteller. Die sind ungefähr die Phasen. Ich komme aus dem Mutterleib, ich kippe um, komme ich in den Geburtskanal und mit Drehungen gehe ich nach vorne. Ich habe von rechts nach links gedreht, glaube ich. Ich war zurückgeholt, physisch zurückgeholt, aber ich bin nicht mehr zurückzuholen. Das klingt hart, aber alles, was man darüber realistisch sagen kann, ist hart. Man weiß, was zu tun ist, damit es die anderen akzeptieren. Aber jede Beziehung muss neu geschaffen werden, indem man sich selbst Gewalt antut. Nicht den Platz der Dinge in der Struktur sehen, sondern die Dinge, die von den anderen für real gehalten werden. Die grobe Riffelung des Staubsaugerschlauchs mit deinen Fingern spüren. Es ist doch klar.